Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wolf Info Aktuell Spezial. Wir müssen leider schon wieder über ein totes Schaf berichten, und zwar aus Forbach im Schwarzwald. Dazu habe ich jetzt den Herrn Christian Striebig am Telefon. Grüße Sie, Herr Striebig. Hallo und herzlich willkommen. Herr Striebig, was ist passiert heute? Oder gestern? Oder wie auch immer? Es war so, dass heute Morgen kurz vor 8 bei meiner Haustür hat es geklingelt und es war ein Mann da gestanden, der mit seinem Hund spazieren lief, der mich dann darüber informiert hat, dass wohl ein totes Tier in meiner Weide steht und es waren auch zwei der Schafe außerhalb der Weide gestanden. Wir sind dann raus und haben geguckt und hat sich dann bestätigt, es waren zwei gerissene Tiere, ein Schaf und eine Ziege. Und ein drittes Tier war im Zaun verhudelt, es war aufgehängt im Zaun. Also somit konnte man dann feststellen, dass es drei tote Tiere waren. Sind bei Ihnen in der Nähe Wölfe schon gesichtet worden oder hatten Sie schon mal Kontakt oder wie sieht's da aus? Ja, also es war bei uns das erste Mal 2019, da waren meine Weide noch nicht wolfsabweisend aufgerüstet. Da hatte man 2019 im Oktober einen bestätigten Wolfsriss. Im Nachbarort war es eine Nacht zuvor auch bestätigt, der GW852M. Der war bei uns dann 2019 auch bestätigt und es waren noch mehrere Risse seit 2019 in der Umgebung, wo bestätigt waren, immer durch den GW852M. Wie geht es jetzt weiter? Ja, es ist jetzt so, ich habe die FVA verständigt. Unser Wildtierbeauftragter hat leider keine Zeit heute Morgen. Er kommt vielleicht heute Mittag. Die FVA hat sich jetzt auf 13 Uhr oder 12.30 Uhr, 12:30, hat sie sich jetzt angemeldet. Die toten Tiere sind jetzt abgedeckt. Es ist jetzt so, dass heute Morgen hat es stark geregnet. Jetzt mittlerweile hat es umgeschwenkt auf Schnee. Ja. Es schneit jetzt sehr heftig. Die Tiere sind jetzt abgedeckt und wir warten jetzt aktuell, bis die Herrschaften von der FVA kommen und dann diese Tiere untersuchen und vielleicht auch mitnehmen. Das heißt, die werden ja dann auch eine DNA-Probe nehmen. Die DNA-Probe geht dann nach Gelnhausen zum Senckenberg-Institut und dort wird dann wahrscheinlich festgestellt, wer der Verursacher dieser toten Tiere war. Ne? Ja, so ist die Vorgehensweise, ja. Genau, okay. Okay, das war der Herr Striebig, Christian aus Forbach. Ich bedanke mich für Ihre Meldung. Wir werden die sofort veröffentlichen, damit Ihre Kollegen und auch die anderen Schafhalter und Tierhalter entsprechend reagieren können. Vielen Dank, Christian Striebig. Bitteschön. Das war Wolf Info Aktuell Spezial. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch bitte einfach einen Daumen hoch oder Sie abonnieren uns, dann verpassen Sie keines unserer weiteren Videos. Als denn, passen Sie auf sich und wenn Sie haben, ganz besonders auf Ihre Tiere auf.